The Secret World Folge, ich weiß nicht genau, ist mir auch egal. Basti, wir nehmen eine neue Mission an und zwar Egal. vom Direktor, oder? Was meinst Ja, das meine ich. Hallo Leute, erstmal, ja. du? Wir sind wieder Hallo. da. Ja, so wie jede Woche, bis auf die eine, wo wir Pause gemacht haben. Wissenschaft und Künste würde ich vorschlagen, die zweite vom Direktor. Ich klicke die jetzt mal an. Endlich mal wieder eine Sequenz. Hat To ja teach the gedauert. gifted is the Das highest kannst du nicht form of life annehmen. science Wird it hier? denotes. Believe me, Wie I have geht made nicht? exhaustive studies of them all. Ja, geht nicht. Necromancy is a dog and pony show. Demonology, Warte mal. please. Ist irgendwas im These bargaining of the Hintergrund, held das dimensions to mir das Spiel cancerous sagt? masochists. Sie sind Telemetry is nicht im brutish Spiel. puppet Nee, work. es geht einfach Recollect my nicht. Geht's mit days of Enter? brutal Nein, mit Enter geht's practice. auch nicht. Another Hallo? tale. But my humanistic Nein. focus was Jetzt lass not den Leuten rested doch on the mal die foulness of Zwischensequenz, this Basti. grand institution, this Der ancient schon world. stehen. It has been said that there is a skeleton in every closet here at Innsmouth. That is simply not true. They Jetzt were nicht. laid into the very foundation walls. The basement might bleed if you chipped beneath the plaster. That's a figure of speech, right? I'm sorry, Carter. Oh my god, have you ever heard of a white lie? The architecture was exacting. A pattern, a focus, a tomb, a battery. Stockpiling anima from many sources, not entirely willing sources. It would be politic to close the breaches before they emerge. The first time you get bricked in is probably the worst time, eh? From my research, it seems each time begins a claustrophobic eternity anew. You're like the world's revenge on sarcasm. Do you know that? Ja, gut, so, erzähl, was ist jetzt das Problem? Du kannst die Mission nicht annehmen, oder was? Kannst du überhaupt irgendwas machen? Ich kann gar keine Warning to the Mission annehmen. colonies. Warum das? Frage ich mich gerade auf. Also ich kann mich bewegen. Das ist schon cool, ne? Wo Deswegen bist du logge denn? ich gerade wieder Ach ein. so, ah, okay, da bist du. Neuer Test. Test Nummer 2. Bewegen. Anklicken. Annehmen. Haha. So, Geht's? jetzt Ja, dann geht's. guck's dir noch schnell an. Ich überlege schon mal, was wir machen müssen. Blueprints. Okay. Hä? Hallo? Wo sind die denn? Vielleicht über mir? Möp? Was denn? Ich suche die Blaupausen, die wir studieren sollen. Sind die hier oben? Nein, die sind hier oben. Hier ist erstmal noch Wissen. Und hier sind Gegner. Nehmt das. Nein, nein, ich will mich doch heilen. Hallo. Wir sind so cool. Mann, jetzt stopp doch mal, du blöde Kuh. Wer bist du das? Ich bin hier oben ein Stockwerk über Nee, das dir. ist ein anderer Spiel. Nee, ich bin, genau, ich Die bin ein auch in Stockwerk weiß drüber. gekleidet war. Ja, ich bin aber in schwarz gekleidet, aber das nur am Rande. Du bist hier der White Guy. Ja, stimmt. Ich bin das schon länger nicht mehr. Ich nehme mal das Pfö. Wissen mit. Komm auf die helle Seite, es gibt Kekse, We've got cookies. So. Aber normalerweise sagt man, sagen das ja immer die, die Die böse Bösen, ja. spielen. Und ich meine, ich würde auf die dunkle Seite kommen. Ich mag Kekse. So, Innsmouth Academy. Was haben wir hier? Nein, ich hab's weggeklickt. Das Bild. Hormone. So. History. Bildanzeigen. Ach, da hinten gibt's
sind ganz gerne mal Leute ertrunken. Was ist hier? Containment Grid Rupture, Giga Death? Was ist denn ein Giga Death? Riesentod. Das Der. Coole ist, ich könnte es jetzt nicht übersetzen, weil das jetzt bei mir auch auf Englisch ist. Ist ja irre. Also grob verstehe ich, was es alles ist, aber Ja, wir ich werden auch. gleich erfahren, wenn wir da hinlaufen, was genau sich da, was es damit auf sich hat. Also gehen wir mal runter. Dorm ist, glaube ich, Wohnheim, ne? Also auf zum Wir Wohnheim. müssen zum Teich und zum Wohnheim. Na dann, Erst zum Wohnheim. ich mach mal erstmal hier auf dem Weg noch ein paar Jungs und Mädels kaputt. Hier blöde gibt's aber auch die roten Kreispunkte auf der Karte. Genau. Und da ich zu den Blöden gehöre, laufe ich jetzt einfach zu dem roten Kreis. Oha. Du Aber warst jetzt vorher nicht fertig. mache ich noch die kaputt. Nee, ich habe das schon verstanden, Basti. Alles gut. Finde ich halt ein bisschen Ja, doof. ich bin total begeistert, was ich bis jetzt gesehen habe. Deswegen werde ich mir das Spiel höchstwahrscheinlich holen von das Game of Thrones. Aber das. Vom Adventure? Ja. Ja, wir sind ja auch recht glücklich damit eigentlich, also. Das ist doch von den Machern von The Walking Dead, Na, es oder ist bin von ich blöd? Telltale, genau. Das ist dasselbe Team. Die machen ja immer dasselbe Spiel, nur mit einer anderen Lizenz. Also, es ist ja Nee, einfach gar immer nicht. so. Das Spiel ist viel actionreicher. Ja, es ist immer genau das Gleiche. Aber es Ja, ist ja immer naja. irgendwie gut. Hä? Wie kommt man denn da jetzt rein? Ah, Angriff. Ja. Ich dachte, wir müssen Arkane da rein. Kadaver. Hieß da nicht eher nee, Animal sind das ja nicht Kadaver. So ist das. Nee, bisher Episode 1, beziehungsweise auch noch so Episode 2, also die beiden, die ich jetzt gespielt habe mit Karin für den Kanal. Könnt ihr hier ja gerne mal reinschauen, wenn ihr das euch das interessiert, Game of Thrones Adventure. Die waren beide super. Also bisher, muss ich sagen, hat mir besser gefallen als Walking Dead Staffel 2. Wobei das jetzt auch nicht so schwierig war. Die war ja eher so mittel. Mittel bis gar nicht mal so gut. Oha. Mal gut, dass ich nur die erste habe. Ja, die erste ist ja brillant, aber die zweite Staffel ist wirklich ein Abklatsch oder ein Schatten seiner selbst. Da funktioniert einfach vieles nicht. Also, so ist es so erzähltechnisch. Da ginge vieles besser. Am Ende, ich sag's mal so, das Schlimmste, was dir bei so einem Spiel passieren kann, ist doch, dass du am Ende das Gefühl hast, dass es dich nicht interessiert, was mit den Charakteren passiert. Also, Das ist ein das ist nicht Animaniac, gut. würde ich mal sagen. Ja, ich denke mal, wir müssen da draufklicken, oder? Haben wir. Da vorne war auch noch eins, da sind wir vorhin dran vorbeigelaufen. Glaube ich zumindest, Eins ja. von drei schließen. Alle. Ui, da ist ein Wissen, hast du das schon? Wo? Wissen? Wo? Was? Ja, hier im Busch. Ach da, guck mal, dann müssen wir den. Im Busch versteckt. müssen wir den Sparringspartner noch kaputt machen. Aber das sollte kein Problem sein. Also, wenn ich mittlerweile mit meiner Skillung mit irgendwas klarkomme, dann mit einem einzelnen mittelstarken. Tschüss, tot. Und ich habe gelernt, dass wenn man auf V drückt bei der Standardeinstellung, dann sammelt man alles in der Umgebung ein. Das hilft mir schon mal sehr, nachdem ich 50 Folgen lang immer auf jede Sache einzeln geklickt habe. Oh cool, das bin ich nett. Danke für die Wusstest du auch Erklärung. noch nicht? Ja. Ist Nein. praktisch, oder? Ja, wir sind ja beide keine Profis. Basti spielt ja nur gern viele solcher Spiele, das heißt ja aber nicht, dass er sie gut spielt. Das war Ja, das nicht Problem, das besser. Problem ist jetzt, Das wenn du Problem ist. das Gegenteil behauptest, dann wirst du jetzt bei jedem Fehler, den du machst, wirst du jetzt ausgelacht. Von Naja, mir ich und bin von ja den wohl Zuschauern. eher der Genießer, ja? Also hast du schon recht, Ja. ja? Ich möchte es auch gar nicht erst perfekt richtig spielen. Genau. Wir sind ja hier keine. Wir spielen ja Secret World nicht im E-Sport Noch irgendwie. dazu Oh, guck mal, wer ist ist da denn? es jedes, also die Steuerung bei manchen Äxten anders. Also es ist ja nicht haargenau immer gleich. Ja, genau. Ja, das ist die Frau, die ich für dich gehalten habe. Ich wegen den Ist weißen nicht so Haaren weit weg, weil wahrscheinlich. du hast nur auf die Brüste geachtet und gedacht, Mensch, das ist Deine doch sieht Dennis man nicht, Charakter. also fällt das schon mal weg, dann hat sie schon mal einen Pluspunkt. So. Hallo. Also ich mag's ja ganz gerne hochgeschlossen. Aber es ist mein persönliches Ding bei Frauen. Das ist mein gutes Recht, glaube ich, Oh, dass ich das so empfinden darf. So, jetzt machen wir die kaputt. ja, ich sag Hier. dazu jetzt erstmal nichts. Was ist denn daran schlimm, wenn man es hochgeschlossen mag? Das ist doch nichts Darum Schlechtes. geht's ja gar nicht. Frag dich nur, was deine Freundin dazu Meine Freundin sieht das sehr dankbar. Die zieht sich gerne mal nicht nackig draußen Das habe ich auch nicht gesagt von mir an. aus.
Die findet das gar nicht so schlimm. Gerade im Winter ist das, glaube ich, Ja, ganz das angenehm kann für ich sie. mir sogar sehr gut vorstellen. Aber nee, du hast schon recht. Da bin ich eigentlich aber auch deiner Meinung. Also Dass von ich daher eine Frau mit einem schönen darf langen ich Rock und einer sagen. Bluse angenehmer finde als halb nackt. Also Ja, gerade oh bei ja, so oh Temperaturen. ja, oh ja. So, haben wir darüber auch mal wieder geredet. Das Niveau ist Immer ein noch wenig, naja, gut. immer noch höher als bei den meisten anderen. Du hast recht. So. Ja. Hallo, wieso geht denn das jetzt hier nicht ein? Ach so, weil ich ihn nicht umgebracht habe. Nicht getötet. Haha. Zum Teich. Auf Genau. zum Teich. Planschen. Ja, aber da sind gerne mal, stand ja auf diesem Bild, was du weggeklickt hast, gerne mal aus Versehen Leute ertrunken. Also müssen Konnte wir ein bisschen es aufpassen. aber sehen. Also ich habe es mir nochmal angeguckt. Wir müssen Das vorsichtig sein. im Nachhinein. Im Ja. Nachhinein, das ist doch nichts wert, Basti. Mein Gott, das ist halt das Bermuda-Dreieck in klein in der Schule. So einfach. Ja, wir hatten ja in der Schule, im Gymnasium, auch auf dem Hof so einen ganz kleinen Teich und da haben wir auch immer gescherzt, dass da die kleinen Fünftklässler drin verschwinden, wenn man nicht aufpasst. Haben wir den kleinen Fünftklässlern immer erzählt, dass da schon welche verschwunden sind, so mit ganz ernster Stimme. Vor ein paar Jahren, wisst ihr, als ihr noch nicht an der Schule wart, da war das mal so, da ist das passiert. Das haben die uns immer geglaubt, das war saulustig. Oh. Ich wurde irgendwie Ein angegriffen gerade. erstickender Geist. Wie kann jetzt ein Geist ersticken? Ah! Was kämpfst du denn da? Meine Güte, ich habe hier noch jemand anders irgendwie angelockt. Bin aber gleich bei dir. Wobei, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, ne? Du stirbst ja immer so Noch. schnell. Nein? Jetzt Doch? übertreibt doch nicht. Na komm! Noch lebe ich. Er haut mich einfach nur kaputt. Kann K.O. dich ja mal heilen, so, und schon bist du wieder voll. Guck, voll, fertig, schön. Ich finde das mit dieser, dass man auch Freunde heilen kann, nicht nur sich selbst mit diesem Lebensabsaugen, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das hilft immer mal wieder. So. Aloha, Hier ist hey. Wissen. Das möchtest du bestimmt auch haben. Ja, ist ja ganz lieb. Für die Achievements. Wofür sonst? Und ich schließe das Loch. Aber ich weiß halt auch wirklich nie, welches Wissen jetzt neu ist, ehrlich gesagt. Weil ich lese mir die zwar ganz gerne mal auch durch, zwischen den Aufnahmen. So hin und wieder überfliege ich das mal. Aber also denkst du, ich weiß ja, ob ich jetzt 7 oder 8 neue habe von dem Innsmouth Academy. Also keine Ahnung. Wir sollen jetzt den Block überprüfen. Den alten Block. Mein Block. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied geht von Sido, ehrlich gesagt. Ist schon so lange her. Irgendwas mit meinem Block. Fragezeichen. Genau. Bist du denn kundig bei der deutschen Rap-Musik oder Nee. eher auch nicht? Ja, ich auch nicht. Ja, Bin froh, wenn ich da mal einen Song mag wiedererkenne. Musik sehr gerne, ich liebe Musik, ich singe ja auch Ach, du selber, singst. Schön. aber Ach ja, das ist Mazit. Ich erinnere mich dunkel. Mann, immer greifen die mich an hier, die kleinen Pisser. Aber hier jetzt alle auf einmal, du. ich singe auch Deutsch, ja, oder Ja. deutsche Lieder, aber kein Deutsches Lied Rap. gut! Das gute Deutsche! Ja? Hoch auf dem gelben Wagen! Und so? Ja, bloß auf, ey, hat Ne? erst in Guild Wars 2 auf dem deutschen Server ein Franzose solche blöden Witze gemacht, ey, was denn? Das war überhaupt nicht Was lustig. macht denn der Witz über deutsches Lied gut? Ja, so weit kommt's doch. Na. Quatsch mit Soße. Ah, ja. Jetzt geh doch drauf. Ging denn letzten Endes so weit, dass denn viele Deutsche auf einmal geschrieben haben, schön, dass wir Deutschen jetzt nicht mehr auf dem deutschen Server willkommen sind. Ja, das ist eine im Kleinen gelebte Realität, wenn man. Es gibt ja manche Leute, die haben das Gefühl, sie seien in Deutschland als Deutsche nicht mehr willkommen. Ist natürlich Blödsinn, aber ja. Ja, natürlich ist das Blödsinn. Manche haben ja dieses Gefühl, fühlen sich missverstanden, treten komischen Organisationen und Parteien bei und offensichtlich, naja, Deutschland den Deutschen und so, ne? Und die haben dann vielleicht auch auf Online-Servern das Gefühl, missverstanden oder ausgestoßen zu sein. Nee, das war schon hart, was der Franzose von sich her gegeben hat. Das waren denn normale Deutsche, die das Ach geschrieben so, naja gut. Wobei, Das war. wenn die ganz normal wären, Basti, dann wären sie ja wohl nicht auf einem Guild Wars Server gewesen. Stimmt, wenn wir normal wären, wären wir auch hier. Genau, wenn wir normal wären, würden wir jetzt nicht so Secret Und Word würden spielen. nicht so Sprüche wie in der letzten Folge sagen, schade, dass es bei uns in der Schule so langweilig ist und nicht wie hier. Ja, genau, ich hätte auch gerne mordende Zombies, die ich. Er musste nach Amerika. Da gibt es keine mordenden Zombies, da gibt es nur mordende Schüler. Das ist was Nein, da gibt anderes. es auch mordende Zombies. Ist das so? Aber nur bei The Walking Dead.
Nein, weil durch diese einen komischen neuen Droge. Ach so, Krokodil. Ob sie das jetzt den Griff, Die Griff haben, Krokodildroge. keine Ja, Ahnung. Ne? das Schöne an Krokodil, an dieser Droge, ist ja, dass die Leute ja nicht lange Ärger machen. Weil die sterben ja in spätestens 3 Monaten. Also das hilft ja schon, um die Ja, Seuche toll. einzudämmen. Dafür knabberst du Menschen. Das ist auch Naja, gut. aber du steckst sie ja nicht an. Das ist ja eine Droge. Das heißt, du. Ja. Oh, guck mal, das Wissen. Oder. Juhu! Schön. Das ist der Vorläufer, weißt du. Ja, genau. Und Ja, dann kommt die Organisation wie bei Resident Evil und dann geht's los. dann kommt Umbrella und wandelt das in irgendein Virus um. Ja. Ja. Andererseits für Krokodil muss man sich ja halt leider auch wirklich irgendwelchen ekligen Scheiß spritzen, so Batteriesäure-Zeug-Mischung. Oh, Und das ist Alter, ja, ey, das hör ist ja, bloß auf. ja, das ist leider so. Und das ist Das leider, ist leider so. naja, ist doch so, soll ich sagen, es ist Gott sei Dank so oder was? Oh. Naja, hier wird Wäre jedes Wort auf es ein Stück Schokolade, würde es halt mehr Leute nehmen. Ne? Es stimmt. Nee, es ist halt das Problem, Du also das bist nicht Gute. hier, wir sind wieder in einer Ja, Serie. ich glaube, wir müssen getrennt irgendwie. Ich will dich nicht hier. Ich habe irgendwas gefunden, aber ich weiß nicht was. Bin allein. Nee, das Gute ist ja Hallo. daran, dass es sich ja nicht fortpflanzen kann oder dass niemand es sozusagen bekommt, nur weil er gebissen wird Ich habe einen oder Totenschädel gefunden. Ich finde hier jede Menge so komischer Sachen. Ich habe ein Kreuz gefunden und irgendwie ein Ich habe Buch. einen Schädel gefunden und aus dem Schädel ist ein Hausbär der alten Schule entsprungen. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Der nimmt keinen Schaden, das finde ich für uncool. Meiner nimmt Schaden, aber es geht doch sehr langsam. Ich habe mir jetzt ein Viertel ungefähr runter. Aber ich werde länger leben als er, weil ich einfach mehr Selbstheilung habe, dank meiner tollen Skillung. Ich habe auch überlegt. Jetzt brutzelt er löst sich in Rauch auf und verschwindet in der Wand. Oh, da warst du schneller als ich. Aber irgendwie hat das nichts gebracht. Toll. Also, du meinst wegen der Aufgabe, wegen der Quest? Ja. Naja, hier war ja auch kein Animalik. Bist So, du. tot. Aber noch ein AP. Sehr schön. Ich dachte, So. warst du tot? Nein. Nein. So, hier ist noch ein. Ach, das sind wieder die gleichen Symbole. Das sind wieder diese ganzen so Templer-Symbole und sowas, die man hier sammelt. Ah. Hab der Noch ein Orden Ausbilder. großes Werk. Na, mal gucken, wofür wir das letzte Mal haben wir diese Symbole ja in diesem einen Keller gebraucht, ne, wo wir dann da die Tür öffnen mussten damit. Bin gespannt, was wir jetzt hier machen müssen. Wahrscheinlich dasselbe, so wie immer. Der Ausbilder hat mich erstmal komplett kampfunfähig gemacht. Du siehst Okay. aber noch gut aus, lebenstechnisch. Ach so, ich Ja, sehe dich nicht ja gar so, nicht. sondern Ach ich so, konnte meine Quatsch. Fähigkeit nicht benutzen. Ich wollte schon sagen, weil ich sehe dich gerade auch gar nicht. Ich sehe nur, dass du in meiner Gruppe bist, aber ich sehe deine Lebensenergie nicht, was irgendwie komisch ist so. Also, warum denn nicht? Kann ich halt nicht sehen, weißt du? Ich merke schon. So, was gibt's hier noch? Gar nichts. Auch das habe ich erledigt. Wann komme ich denn? Hier ist der Schädel. Wann komme ich denn nicht zu Animaliks? Ich möchte gerne Animaliks schließen. Ich habe das Templerkreuz gefunden. Also bist du einfach andersrum gelaufen. Ich habe jetzt den Schädel. Ja, ich würde sagen, wir müssen die Treppe rauf. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich sollten wir vorher erstmal diese ganzen Sachen einsammeln. Wahrscheinlich. Damit wir die dann oben irgendwie benutzen können. Ist ja meistens keine so schlechte Idee. Also alleine sind die Typen hier mittlerweile gar kein Problem mehr irgendwie. Finde ich aber ganz okay. Muss ja auch nicht immer gleich alles einen fast umbringen. Ich glaube, ich probiere mal ein neues Skillset aus. Da ich auch eine Level 3 Waffe gefunden habe, passt das ganz gut. Ich weiß gar nicht, welche Level meine Waffen Wenn ich sie haben. jetzt finde, Vier. da Vier und drei. verwüstende Chaosfokus. Deutlich stärker als das, was ich habe. So. Ist hier noch irgendwas in dem Büro? Nee, ich glaube, ich habe alles, Basti. Juhu, ich kann nach oben. Oder? Ich komme auch so. Nein, 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 ich habe die Pyramide noch nicht. Scheiße. Na gut. Ah. Ist jetzt schon ein bisschen mechanisch hier irgendwie, jeden Raum abgehen und einmal gegen den Gegner kämpfen. Na gut. Was muss, das muss. Geht das nicht Immer irgendwie? wenn wir solche Missionen haben oder wenn wir irgendwie 25 Gegner einer bestimmten Art umbringen müssen, habe ich das Gefühl, dass ich doch sehr viel Lust habe irgendwie auf Weltraumkämpfe bei Star Trek Online oder so, weil das irgendwie, keine Ahnung, klingt irgendwie faszinierender als das hier. So von der reinen Mechanik her.
Naja. Man kann nicht alles mit riesigen Raumschiffen zu tun haben. Und der hat's auch gleich. Wenn es nicht. Tschüss! Was so. Lerne ich bitte für ein Skill? Paradigmenwechsel? Paradigmenwechsel? Ja, Paradigmenwechsel, danke. Muss ja auch mal sein. Boah, du bist Aussprache. Ja gut. Ja, kannst du mal sehen. Ich habe heute erst in einem Vortrag das Wort Paradigmenwechsel gehört, deswegen. Was? Ja, das siehst du, ich mach das, was du in der Schule. In der Grundschule. Ich habe auch den Domino-Effekt, hast du das auch gemacht? Nee, wir hatten heute eine Kettenreaktion, das ist fast das Gleiche. Es ging heute sehr viel um Klimawandel in den Vorträgen und da. Das Coole ist, mein Chaos-Fokus so. Ist eine Maske mit. Die einen die Zunge rausstreckt. Eine Maske, die einem. Aha. Cool. Das ist mein neuer Level 3 Chaos-Fokus. Klingt niedlich. Dann benutzt den doch mal. Ich werde ihn ist ja sehen. Ist zwar komplett anders als das, was ich später brauche, aber. Es sind sogar exakt dieselben. Yin Yang ist auch wieder dabei. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich folge jetzt. Ist Nahkampf. Ja. Ich folge jetzt keiner vorgelegten Klasse. Ich mache jetzt einfach meine eigene so Assault Rifle Klasse irgendwie so ein bisschen. Möchte ja nur die Ninja und so auf jeden Fall freischalten wegen dem Outfit. Ja, wegen der Klamotten. Das ist mal wieder klar, du alter Checker. Willst die richtigen geilen Klamotten haben. Ja, natürlich. Aber ich finde die Skill-Kombination auch richtig cool dafür. Die Markensachen, ne? Damit du auf dem Schulhof gut dastehst, ne? Ich merk schon. Ja, ja. Die Street Cred, die wird das nach vorne bringen, sag ich dir. Aber natürlich. Das wird super. Nee, das so, sieht aus wie Ninja. Komplett mit Schwarz und allem. Das finde ich schon. Komplett jetzt fehlt mit nur noch Schwarz. Jetzt fehlt nur noch das Katana und dann bin ich. Wuhu! Ja, so das Schwert reizt mich auch noch, ehrlich gesagt, aber. Das mache ich dann vielleicht mal später. Also dazu sollte man sagen, dass mein absolutes Lieblingsschwert in Real auch Kunomachi Katanas sind. Ich glaube, das geht aber vielen Leuten so. Die sind ja nur noch einfach sexy, also so schlank und. Und deswegen finde ich das so cool, dass man in dem neuen, in dem inzwischen wieder alt gewordenen Assassin's Creed ein Katana haben kann. Weil jetzt haben sie ja schon, die bringen sie ja im März, glaube ich, den nächsten Teil raus. Naja, jetzt kommt ja erstmal für den Computer das Rogue, die Umsetzung von der PS3 und Xbox. Und im Mai oder so kommt ja dann schon dieses kleine Assassin's Creed, das in China spielt. Da habe ich auch Bock drauf, also. Aber ich freue mich erstmal auf Rogue. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt spiele. Ich bin jetzt cool. Ja gerade erst mit Unity durch. Gleich wieder das nächste. Schiffe. Ja, aber und du spielst einen Templer und kein Assassin. Ja, ich weiß. Aber ich kann auch nicht irgendwie jeden Monat ein Assassin's Creed spielen. Irgendwann ist man auch ausgelaugt. Nee. Es ist. Also, es ist irgendwie. Du spielst ja nicht viel. Jeden Monat. Also ja, naja, du hast ja Unity jetzt nicht gerade erst durch. Also, es ist halt. Immer ich so. Ich hab Unity Problem. Noch nicht mal jetzt durch. Siehst du. Weil so, habe ich jetzt. Zurzeit PC fanatisch. Das, obwohl du eine Xbox One hast. Ja, ne? So, es ist jetzt aber bitte mal der allerletzte hier. Jetzt habe ich hier irgendwie 8 so eine Typen besiegt, einzeln. Das muss jetzt aber auch mal reichen. Wie weit bist du mit deinen Jungs und Mädels? Weiß ich nicht. Das Schlimme ist, ich habe immer noch keine Animale gefunden. Nee, ich auch nicht. Null. Also nur diese ganzen Gegenstände. Ich glaube, ich habe jetzt den letzten oben, wenn ich hoffe, es zu minuten. Ich bin jetzt, glaube ich, auch beim letzten, aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich war in allen Räumen, also. Also im zweiten, also im ersten Stock, ne? Also im Erdgeschoss so, und im ersten Stock. Spaltung ich weiß nicht, sollte ich anwenden, wenn der Gegner fast kein Leben mehr hat, dann macht er nicht mehr Schaden. Dann mach das doch so. Ich muss mir die Skills erstmal durchlesen. Ja, ne, klar, da kann man ja nicht immer gleich alles von vornherein. Achso, hier war ich schon drin. Nach ganz oben. Der Domino-Effekt, der ist Domino, wo bist du? Ach, nee. Close the leaks around the block. Ja, toll, und jetzt? Wie, muss ich jetzt wieder raus oder was? Ja, keine Ahnung. Ich hab doch jetzt alles. Scheiße! Wo geht's weiter? Erstmal no.
Also ich habe jetzt hier drin keine Animalex gefunden, was ehrlich steht gesagt. denn hier? Im Wir sind bei Stufe 3 sind bei wir. Stufe 3 sind wir, ja. The blue animal cage around the old block. Was steht da auf Deutsch? Die around Pläne zeigen weitere Anime-Speicher beim alten Block und im Hauptgebäude der Akademie. Schließen Sie auch dort die vorhandenen Lecks. Weil ich habe Angst, wenn ich jetzt hier rausgehe, dass dann alles weg ist, was ich hier verdient habe. Das ist jetzt eine gute Frage. Weil ich habe jetzt halt diese ganzen lösen? Scheißdinger hier in meinem Inventar. Und weiß nicht so recht, was ich damit anfangen muss. Domino, wo bist du? Waffe ist gerade nicht ehrlich. Okay, also hier sind aber wirklich keine Lecks. Na gut, dann gehe ich jetzt mal raus. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Also, noch habe ich alle drin. Ich gehe jetzt raus. Und ich habe... Geh du mal erstmal raus. Ich bleib drin. Alles verloren. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Na, sag mal, was da draußen ist. Wenn da draußen jetzt die Lecks sind. Es lädt. Ja, du, ich warte. Ich habe kein Problem damit. Ich habe lang genug Resident erstmal Evil gespielt, ich noch um vor Türen Teile. Zu warten. Ja, draußen sind Lecks. Ja, okay. Und ganz viele Gegner. Na gut, dann müssten wir uns jetzt eigentlich wieder treffen, ne? Sollte. Vor der Türe. So. Ich höre schon wieder Geräusche, aber kann noch nicht spielen. Achso, man sollte vielleicht auch richtig stehen, um die Gegner angreifen zu können. Nee, ist Quatsch. Also, das ist überbewertet. Ja, Wolverine, komm, muss mich jetzt nicht aus Versehen wegschnetzeln. Was denn? Ich habe auch eine Armbrust. Das ist total lustig. Ja, Daryl Wolverine. Ist okay. Dann kam Fruits, Baby! Fupp. Ach Mann. Ich wollte Hast ihn im die Fernkampf. Armbrust in meiner Hand gesehen, die sich manifestiert hat. Nein, aber ich sehe auf dem Rücken deine lustige Maske. Die ist sehr niedlich. Ich finde zwar komisch, dass er sich dir auf den Rücken schnallt, anstatt sich auf den Kopf zu setzen, aber gut, ich frag nicht. Ich benutze. Benutz mal, ja. Ich konnte ihn jetzt eben irgendwie nicht anklicken. Ja, top! Dann haben wir den ersten. Komm, zwei noch. Jetzt sagen sie, den Rest finden sie drin, bitte. Oh, nee, hier ist einer. Guck. Mit noch mehr nervigen Zombie-Leichen. Arcana Kadaver. Wunderbar. Ach, das macht so viel Spaß, mit meiner Tussi rumzuballern. Ich bin ja bei Rollenspielen sonst so oft auch irgendwie Nahkämpfer oder Magier, aber jetzt mal einfach so ein Fernkämpfer, so ein klassischer. Finde ich richtig gut. Also nie gemacht. Bin auch bei Diablo oder so nie Bogenschütze. Ich finde das immer normalerweise so ein bisschen doof, weil man immer so darauf angewiesen ist, wegzurennen. Aber ich bin jetzt ja hier so Fernkampftank. Das ist irgendwie total sinnlos, aber... Bei Diablo 3 finde ich beim Addon den Templer so gut. Ja, den spiele ich ja jetzt den auch bei unserem Let's Play. Ja, ich finde den auch gut. Sonst hätte ich ihn nicht genommen. So, Stufe 3 geschafft. Nee, Stufe 3 geschafft. So, aber zum Hauptgebäude gehen wir erst wieder zurück in der nächsten Folge, sonst spielen wir hier eine Dreiviertelstunde. Aber ihr wisst ja, was dann kommt. Wir töten wahrscheinlich noch ein paar Gegner, schließen arkane Risse und dann gibt's die nächste Aufgabe. Trifft sich ja gut, weil im Hauptgebäude sind ja auch die Auftraggeber, also passt. Ne, Basti? Jo, bis dann, Leute. Tschüss.